Wir hatten ja auch hier Musik und die Umzugsunternehmen getanzt und so. Und dann, yeah. Yeah. Zum Beat die Treppe hoch. Ja, genau. Warum ist hier noch nichts fertig? Ich hatte die ersten Tage noch Strom und dann wurde er mir abgedreht. Ich habe dann einfach keine Lichter, nichts mehr anbekommen. Ich bin mit meinem Fahrrad dann zu so einem Energieversorger. Hey, meine lieben Influ-Eltern und solche, die es irgendwann mal werden wollen. Heute geht's im Video um einen stressfreien Umzug mit Kindern. Schnell auf den Kanal abonnieren und jetzt geht's los! Weniger Stress beim Umzug mit Kindern. Tipp Nummer 1. Die Kartons ordentlich beschriften und einpacken, sodass man die schon richtig den Räumen zuordnen kann und jeder weiß, der den Karton trägt, wo dieser Karton hingehört. Gleichzeitig dann im neuen Zuhause auch beschriften, welches Zimmer was ist. Ne? Also ja, vielleicht helfen ja Leute wie bei uns jetzt, die das Haus noch nie gesehen haben. Und dann wissen die auch, das ist das Wohnzimmer, da kommt der und der Karton hin. Damit das einfach ein Selbstläufer ist und du nicht an jeder Stelle gebraucht wirst. Ja, das hat Kathi glücklicherweise mit ihren Mädels gemacht. Ich war da raus. Danke. Gern geschehen. Tipp Nummer 2, Umzugsunternehmen. Ich weiß, Umzugsunternehmen sind teuer, aber die Nerven, Zeit und was man sich nicht alles spart, ist unglaublich krass. Und auch die Zeit von Freunden, die gespart wird, ne, die man nicht in Anspruch nehmen muss. Genau, wir haben so circa 2000 Euro bezahlt und ich weiß, das hört sich jetzt viel an, wenn man bedenkt, dass die Jungs aber alles geschleppt haben, Anreise, Abreise, Kartons gestellt haben, Sachen neu aufgebaut. Wir haben Waschmaschinenschränke, das haben die alles aufgebaut. Die sind morgens um 7 gekommen und sind abends um 10 gefahren und sind am nächsten Morgen wiedergekommen. Ja. Das war unglaublich. Ja, das hat uns einfach Nerven gespart und das waren mir diese 2000 Euro wert. Vielleicht gibt es auch günstigere Unternehmen. Also ich habe da gar nicht rumverhandelt. Habt ihr Erfahrungen mit Umzugsunternehmen? Schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und wenn ihr Empfehlungen habt für unsere Community, schreibt auch gerne mal vielleicht den Namen der Umzugsunternehmen hier rein. Checkt die Rezension und dann... Lasst schleppen. Tipp Nummer 3. 3. Thema Verpflegung. Habt den ganzen Tag Verpflegung am Start. Ob das so ist, dass ihr es vorher vorbereitet habt, Pizza um die Ecke bestellt, euch einen Burger kommen lasst. Die Leute, die euch helfen, haben Bock, was zwischendrin zu essen. Dann ist es echt doof, wenn man auf irgendwas warten muss. Wir haben nicht gefragt, so habt ihr Hunger? Wann wollt ihr denn was? Ja. Einfach da nehmen. Es wird gegessen. Ja. 100%. Man ist immer happy. Egal was. Es kann was. So ein bisschen falsche Scham sein von Freunden. So, nee, uns geht's gut, weil die wissen ja, ihr habt Stress. Genau. Und vielleicht auch nicht während des Umzugs noch irgendwas kochen wollen, sondern entweder vor gekocht haben oder einfach, wie gesagt, bestellen. Angenommen, ihr zieht um, was würdet ihr am liebsten während eines Umzugs essen? Bin gespannt. Pizza. Tipp Nummer 4. Gute Uplifting-Musik. Kein, oder je nachdem, wenn das jetzt ein Umzugsunternehmen ist oder eure Freunde Hardcore-Rock hören wollen, dann gib ihm. Aber coole Musik und am besten nicht so Radio mit irgendwelchen Trauernachrichten. Dann kippt die Stimmung, dann wird diskutiert über irgendwie gesellschaftspolitische Dinge, die sich gerade wieder verändert haben. Einfach coole Musik beim Umzug haben, die gefühlt jedem gefällt und alle sind happy. Ich erinnere mich auch daran, wir hatten ja auch hier Musik und die Umzugsunternehmen getanzt und so. Und dann, und zum Beat die Treppe hoch. Ja, genau. Welcher Song würde euch so richtig motivieren, so richtig viel zu schleppen? Bei mir Nickelback, Burn It to the Ground. Warum ist hier noch nichts fertig? Mal anschmeißen, den Song. Ja, das mit nicht Hardrock. Ja, das stimmt, ja, gerade noch gesagt. Funny, aber der Song geht immer, der ist Wahnsinn. Tipp Nummer 5 für einen stressfreien Umzug mit zwei kleinen Kids-Tipps. Vertraute Bezugspersonen für die Kids am Start haben, weil man selbst ist ja voll oft dann irgendwie am Koordinieren und nicht immer direkt erreichbar. Und dass man dann 1, 2 Leute da hat, die die Kinder kennen und die wirklich nur für die Kinder da sind und nicht mitschleppen oder irgendwas organisieren müssen. Sehr viele Kinder haben prinzipiell Probleme damit, wenn die Situation von jetzt auf gleich sich ändert. Und bei so einem Umzug ändert sich minütlich was. Ja. Neue Leute kommen, tragen hoch rein, Spielsachen gehen hoch oder das Bett und so in Räume, die das Kind ja einfach noch gar nicht kennt. Wir haben auch voll viel erklärt. Ne? Guck mal, hier ist jetzt dein Kinderzimmer, ne? Dein Bett. Der stand dann auch manchmal einfach so, also unser Großer vor allen Dingen so... so auf seine Sachen gezeigt, die er halt kannte. So, aber er kannte halt den Raum. Ja, im neuen Setting. Ne? Ja, genau. Dass man die nicht einfach irgendwie abstellt und denkt, die beschäftigen sich schon selbst, sondern dass man die wirklich mitbegleitet. Tipp Nummer 6. Sachen vorher beantragen. Internet, Strom, Gas, Heizung. Erzähl von deinen Fehlern beim Umzug. Mein erster Umzug. Muss man Strom anmelden. Ich hatte die ersten Tage noch Strom und dann wurde er mir abgedreht. Ich habe dann einfach keine Lichter, nichts mehr anbekommen. Und das war im Winter, also es war voll
voll früh dunkel. Und dann musste ich mit meinem Fahrrad noch. Oh, das war eine große Katastrophe. Es hat geregnet. Ich hatte keinen Föhn zum Trocknen und so. Nichts. Zoom in auf ihre glasigen Augen. Ja. Ich habe richtig geheult auf dem Fahrrad, weil ich mit meinem Fahrrad dann zu so einem Energieversorger fahre. Also bin ich hingefahren und habe gesagt, ich habe keinen Strom. Hat das Tage gedauert, bis ich Strom bekommen habe. Ja, dann musste ich beim Nachbarn hier meine Haare föhnen und so. Das war richtig krass. Du warst beim Nachbarn Haare föhnen? Ja. Einen traurigen Smiley bitte in die Kommentare für Kathi. Hab's überlebt. Kinder an die neue Wohnsituation gewöhnen. Wie haben wir das gemacht? Wir hatten den Luxus, dass unser Vermieter uns einen Monat mietfrei gegeben hat in der neuen Wohnung bzw. im neuen Haus. Wir sind ganz oft mit unserem Großen in unser neues Haus gegangen und sind hier rumgelaufen und haben gesagt, guck mal, hier kommt dann dein Zimmer hin, da packen wir dein Bett hin und da. Dass er sich einfach zumindest schon mal an diese Räumlichkeiten gewöhnen kann. Der hatte ja noch nie Probleme, irgendwo anders zu schlafen und so, weil der von Anfang an mit uns auf Reisen war. Da war ja 4 Wochen das erste Mal mit dem unterwegs gewesen. Ja. Die haben uns am Anfang doch auch gefragt, was meinst du, ist das für den jetzt schon so klar, das ist unser neues Zuhause oder sind wir gerade im Urlaub für ihn oder so unterwegs? In der neuen Wohnsituation lohnt es sich natürlich auch, das so positiv wie möglich zu gestalten. Das heißt, dass man so zum Beispiel coole Spielecken schon mal einrichtet. Es mag vielleicht komplett leer sein, aber so weiß euer Kind, wenn ihr jetzt da nochmal hinfahrt, um ihn dran zu gewöhnen, so, da hinten ist doch diese Spielecke. Und so hat er schon mal eine positive Verknüpfung mit der neuen Wohnsituation und für ihn ist das dann nicht irgendwie so ein losgerissenes Ding aus seinem gewohnten Alltag. Haben wir was Wichtiges beim Umzug mit unseren Kids vergessen? Vergessen nicht, aber irgendwie verloren, ne? Stimmt. Akkus von den Lichtern hier. Wir haben immer, um diese Videos aufzunehmen, haben wir 2 Lichter logischerweise, um das auszuleuchten. Und davon fehlen 2 Akkus und 1 Kabel. Aber nur diese 3 Sachen. Hier, seht ihr? Zack, Licht an, Quatsch, genau. Zum Glück haben wir noch Ersatzakkus, aber die sind wirklich einfach spurlos verschwunden. Bis jetzt nicht aufgetaucht. Vielleicht finden wir sie beim nächsten Umzug wieder. Das hat auch keiner geklaut. Wer klaut denn 2 Akkus einfach von so Lichtern? Die sind gar nicht zuzuordnen irgendwie. Woran hat sie liegen? Herr Juh, woran hat sie liegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran hat sie liegen? Das fragt man sich nachher natürlich immer, woran sie liegen hat. Das macht mich kirre, wenn man so Sachen sucht. Ja. Irgendwie. Also es ging schon so weit, dass ich in der Tiefkühltruhe gesucht habe nach irgendwelchen Boxen oder so, die vielleicht anders geschleppt wurden. Keine Ahnung, aber ich habe das Ding nicht gefunden bis jetzt. Das war's mit dem heutigen Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.